Ja, hi, meine lieben Freunde der Unterwasserwelt. Wart ihr schon mal im Roten Meer tauchen? Bestimmt. Oder aber ihr wisst zumindest, welche Tiere man dort so antreffen kann. Neben Schildkröten, diversen Haien, Adlerrochen oder auch Delfinen steht auch der Rotmeeranemonenfisch oder besser bekannt als Nemofisch ganz oben im Kurs bei vielen Tauchenden. Wusstet ihr, dass diese Fische mitunter ganz schön aggressiv sein können und unter Umständen so manchen Tauchplatz für uns Taucher in den reinsten Albtraum verwandeln würden, wenn diese kleinen Fische nur ein bisschen größer wären? Nein? Dann bleibt dran, denn in diesem kurzen Video gibt es ein paar Fakten zu diesem Filmstar unter den Fischen. Normalerweise werden diese niedlichen Fotomotive nur knapp 15 cm groß, sind sehr agile, aber dennoch territorial anzutreffende Rifffische. Ihr Territorium erstreckt sich, zumindest was es den Rotmeeranemonenfisch betrifft, nur sehr selten über eine Distanz, die größer als 2 Meter von ihrer Wirtsanemone entfernt ist. In der Regel leben unsere Nemos in Paaren und sind im Roten Meer recht häufig anzutreffen. Kaum zu glauben, dass diese niedlichen Fischchen zu den Raubfischen zählen, oder? Tun sie aber. Sie sind zwar nur am unteren Ende der Nahrungskette angesiedelt, aber auf ihrem Speiseplan stehen trotzdem diverse Wirbellose. Wichtiger Punkt für alle Arten von Anemonenfischen ist, dass sie in Symbiose mit Meeresanemonen leben. Symbiose kann man mit Vergesellschaftung übersetzen. Man hat eben zwei unterschiedliche Arten. In unserem Fall eben einmal den Anemonenfisch und einmal die Anemone selbst. Diese leben jetzt in einer Gemeinschaft, die für beide Arten einen Vorteil bedeutet. In unserem Fall sieht das wie folgt aus. Die Anemone bietet eben aufgrund ihrer giftigen Nesselzellen dem Anemonenfisch Schutz vor anderen Fischen. Im Umkehrschluss tut der Anemonenfisch allerdings durch seine Flossenbewegung dafür sorgen, dass die Anemone mehr sauerstoffhaltiges Wasser zur Verfügung gestellt wird und gleichzeitig auch deren Tentakeln säubern. Der Anemonenfisch besitzt ebenfalls einen giftstoffhaltigen Hautschleim, der ihn wiederum vor dem Gift der Anemone schützt. Durch kurze, aber häufige Berührungen der Anemone wird hier bereits sehr früh der Giftschleim auf die Haut des Fischs übertragen, wodurch ein Abschießen der Nesselpfeile von Seiten der Anemone eben verhindert wird. Sollte die Wirtsanemone groß genug sein, bietet sie Platz für ein halbpermanentes monogames Elternpaar sowie mehrere Jungtiere. Der dominante Teil dieser Spezies ist definitiv das Weibchen. Die Chefin kontrolliert neben das Wachstum sogar das Geschlecht. Aber was, wenn jetzt gerade kein Weibchen da ist? Dann wird das größte Männchen innerhalb von wenigen Tagen zum dominanten Weibchen und das größte Jungtier zum dominanten Männchen. Gleichzeitig verhindert das Elternpaar so das Heranreifen von weiteren Jungtieren. Das Männchen ist übrigens auch für die Kinderbetreuung zuständig. Dieses pflegt die 500 bis 1500 Eier, die auf zuvor gesäuberten Felsgrund am Fuße von den Anemonen angeheftet werden. Und genau hier sollte man auch als Taucher eben sehr gut aufpassen, denn potenzielle Nesträuber werden auf aggressivste Art und Weise vertrieben. Auch Taucher sind so schon angegriffen worden. Wir haben also einen kleinen Fisch, nicht immer 15 cm groß, der ein Territorium beansprucht, das um ein Vielfaches größer ist als er selbst und dazu aggressiv gegen potenzielle Eindringlinge vorgeht, auch gegen solche, die mehr als 10-mal so groß sind wie er selbst. Und der noch dazu von einer giftigen Hautschicht umgeben ist. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich bin froh, dass diese Tierchen nur so klein sind, denn Tauchen im Roten Meer wäre ansonsten definitiv um einiges gefährlicher.